Vielen von euch ist es natürlich nicht entgangen, dass es einen neuen Tech-Tree bei World of Tanks gibt, und dabei handelt es sich um die Tschechen. Und in dem Fall zeige ich euch mal den Tier 8 mittleren Panzer, oder man muss ja vielmehr sagen, der Captain Alp macht es für euch in seinem TVP VTU Tier 8 mittleren Panzer. Ja, hier Tier 8, 7, 6 und, wenn man die Scouts mit reinzählt, 5 Gefecht. Wobei, da muss ich schon sagen, da hat der Cromwell und die Hellcat in den Teams auch wirklich ein bisschen Pech gehabt. Aber ist uns egal, weil uns interessiert natürlich hier nur der TVP. In dem Fall, bei den Tschechen gibt es ja viele Magazinpanzer. Hier ist es aber keiner, sondern das ist ein ganz klassischer Nachladepanzer, wenn man es so sagen darf. Und er nimmt hier die klassische Route, und zwar über die Mitte, und wird jetzt hier mal spotten. Er ist Verteidiger. Und da drüben kommt schon der erste Bulldog. Da kommt auch sehr gut gleich drauf. Er selber ist auch offen. Man sieht, er hat wohl keine Crew drauf, die sechsten Sinn hat. Dementsprechend hat es nicht gebingt. Oh, Rheinmetall, Jagdpanther. Da hat man auf jeden Fall schon mal besser was. Und auch jetzt hat man gesehen, der Schaden ist nicht allzu hoch. Also 200, 250. Uiuiui. Ich glaube, der war nicht gewollt. Und jetzt entschließt er sich, nee, wenn ich da schon so runterfall, dann fahre ich da auch woanders hin. Habe ich gar keine Lust mehr. Nun ist jemand wo? Da? Aber leider, ah ja, jetzt komm hoch. Ja, schön. So, und schon wieder nachgeladen. Das geht flink. Er wartet hier auf den 8-8er. Links von sich hat er jetzt da den Centurion. Auf den pinkt er auch, dass da sozusagen seine Leute drauf unterstützen. Da der Rheinmetall, auf den will er jetzt wohl gehen. Auto-Aim drauf und trifft auch. Sehr gut. So kann man das machen. Schön mal Auto-Aim drauf, kurz raus, Kanönchen drauf und wieder zurück. Und da jetzt der Jagdpanther. Oh, der Jagdpanther, der hat sich gleich mal für den Weg nach unten entschieden. Jagdpanther verschießt seine Chance, da nochmal drauf zu halten. Hätte wahrscheinlich sogar einen zweiten Schuss noch rausbekommen, aber der Panther macht es ihm da leichter. Deswegen natürlich geht man auf den Panther drauf. Da die Hellcat. Jetzt hat er hier aber fleißig zu tun. Ah, schöner Hit. So, der Jagdpanther schafft es nicht. Er prallt sogar an der Hellcat ab. Das ist ein Bad Luck. 1 zu 5 für den Gegner aktuell. Aber die Helke wird jetzt mal vom T-44 weggenommen. Der ging nicht durch. Kommt da leider jetzt gerade beim Panther nur auf die Kanone drauf, deswegen kein Schaden. Oh, jetzt kommt der Panther da auch noch hoch, aber wahrscheinlich geht es ihm genauso wie gleich der Hellcat. Oder gerade der Hellcat. Der ging nicht durch. Nee, da ist er einfach zu weich, zu hart. Oh Gott, zu weich. So, aber jetzt kommt der Cromwell rum. Der Cromwell wieder rum. Der geht jetzt auf den Jagdpanther. Und jetzt kommt er hier aufs Dach. Und am Dach, da kommt man auch gut durch beim Jagdpanther. So. Der Panther, der normale, probiert es auch mal wieder. Aber jetzt konnte er sich endlich hocharbeiten. Und er schießt jetzt auf den Rheinmetall. Die drückten alle so ein peu à peu so da nach oben. Aber er hat sie wirklich schon gut beschießen können. Da ist es auch noch ein T-29. Ja, der T-29.
hättet ihn hier direkt. Er konnte aber schon vorne schön auf die Frontplatte wirken, dementsprechend sein Durchschlag. Die Gegner da vorne, jetzt drei gegen den T-44. Also hier da drüben. Beziehungsweise jetzt nur noch zwei. Aber er unterstützt da wirklich die Seite sehr schön. Und irgendwie schafft es der Gegner nicht, Schaden an den anzubringen. Schon sehr lustig. Jetzt vielleicht nochmal. Nee, zack. 5 zu 8. Na, jetzt da. Genau. Auch der funktioniert. Jetzt hat er verschossen. Kann dann nochmal einen draufsetzen. Au, von oben kriegt er jetzt noch vom M46KR auch noch einen drauf. Auto-Aim, das klappt. Dafür fängt er sich aber diesmal dann doch einen. So. Er pingt schon da an, von wo er die Hits bekommen hat. Rheinmetall und der KV-4 da hinten noch. So, Rheinmetall ist jetzt weg und mittlerweile endlich steht es mal für sein Team 9 zu 8. Ja, prall da ab. Aber jetzt dürfte er schneller nachladen. Ja, alles noch nicht wirklich so, dass es Schaden anbringt. Wobei der da oben ja wirklich zuckermäßig steht. Ja, endlich. So, und der schießt eben hier das Haus weg. Kann ihm nur gerecht kommen. Und nochmal. Und das nächste Haus. Ja, davon hat er ja genug. Jetzt bekommt er Hits von KV-4 von rechts. Jetzt muss er da noch aufpassen. So, nochmal einer. Schon bei 4200 Schaden. Jetzt prallt er ab. Beziehungsweise auf die Kette. Aber der M46 denkt sich, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. So, und endlich ist auch der weg. Ein schönes Duell haben sich die beiden da geliefert. Drei Kills hat er. Jetzt sieht man auch unten wieder lustigerweise auf der K-Linie, wie sein Mate da auch jetzt wieder zurückkommt und auch da den Schaden auf ihn anbringt. Also der KV-4 jetzt keine schöne Stellung, weil er jetzt einfach von zwei Seiten beschießbar ist. Der ging nicht durch. 478 HP ist natürlich jetzt nicht mehr die Welt. Aber es langt. Wahnsinn, er sammelt sehr fleißig den Schaden der Gegner. 4882 hat er dem Gegner schon rauben können. Und 11 zu 9 mittlerweile schaut es dann sehr, sehr gut für sein Team aus. So, da ist AT7 auf dem ganz klassischen Spot. Oh, 11 zu 11, da wird es vielleicht doch nochmal knapp, aber jetzt dreht er sich schön rein. Dementsprechend kommt er hier super auf ihn drauf. Und er fährt zurück. Der IS-3 von ihm, der hat noch gut HP, der kann noch was ab. Der Indian auch. Nur der Panther mit seinen 8 HP sollte aufpassen, dass er nirgendwo mehr runterfällt. Ja, IS-3. Jetzt kommt er hier schön auf die Seite drauf. Kriegt er den Kill zwar nicht, aber egal. Dafür der T-44 jetzt. Da kann er auch nochmal einen sammeln. So. Der Abräumer räumt ab. So, der Tiger. Munitionstreffer. Sehr ärgerlich.
Da dauert es umso länger und noch den... Ah ja, Gott sei Dank. Und die 34 HP, die sollte ja auch endlich mal einer noch wegmachen. 5 Sekunden noch. 3, 2, 1. Und keiner macht den Kill mehr. Naja, Glück gehabt vom AT7, aber gut verteidigt und dementsprechend zu Recht der Sieg. Habt 5.596 Schaden gemacht, hat 1.410 unterstützt und 240 auch abgeprallt. Ja, tolle Runde, hat mir sehr gut gefallen. Der Tscheche hier hat mal sein ganzes Potenzial, beziehungsweise eigentlich der Spieler hat das ganze Potenzial rausgekitzelt und dementsprechend ein sehr verdienter Sieg mit einer tollen Runde und vielen Dank an Captain Alp fürs Zeigen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ich wünsche euch alles Gute. Jetzt die Stats, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.